Willkommen zu einer neuen Folge Lost Places der Uckermark. Die heutige Folge dreht sich um die Fachhochschule in Templin. Es hat sehr viel Zeit und Mühe gekostet, für diesen Ort eine Drehgenehmigung zu bekommen. Umso mehr haben wir uns dann gefreut, dieses Projekt in die Tat umsetzen zu können. Auch hier haben wir ein 360-Grad-Video aufgenommen. Solche Videos bieten einzigartige Betrachtungsmöglichkeiten, so als wäre man praktisch vor Ort. Zu diesem 360-Grad-Video kommt ihr hier oben in der Ecke oder am Ende dieses Videos. Ansonsten wünsche ich sehr viel Spaß mit dieser besonderen Folge. Templin, Uckermark in Brandenburg. Am Rande der Stadt zwischen dem Templiner See und den umliegenden Wäldern liegt eine große verlassene Schule. Das Joachimsthalsche Gymnasium war über 350 Jahre lang einer der renommiertesten Schulen im deutschen Bildungswesen. Eingebettet in der wunderschönen uckermärkischen Landschaft ist die denkmalgeschützte Schule von 1912 in ihrer Großzügigkeit erhalten. Mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 26.500 Quadratmetern und einer Parklandschaft von 8,5 Hektar Größe war ausreichend Platz vorhanden, um einen kompletten Schulbetrieb mit Internat unterbringen zu können. Das Gymnasium wurde in viele unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Unter anderem wurden neben Schulgebäuden und Alumnaten ein Wirtschaftshof, ein Sportplatz sowie ein Teepavillon und ein Bootshaus errichtet. Die Alumnats- und Schulgebäude gliedern sich zentral um einen großen Innenhof. An drei Seiten befinden sich die Alumnatsgebäude zur Unterbringung der Schülerinnen und Schüler. An den Stirnseiten ist jeweils eine Lehrervilla als Seitenflügel angebaut. Das Schulgebäude selbst liegt östlich des Innenhofs. Thank you.
In der Schule befindet sich eine riesige Aula mit einer Größe von 200 Quadratmetern. Die Aula ist sehr detailliert und aufwendig gestaltet. Vier riesige Kronleuchter erhellen diesen prachtvollen Raum. Ein weiter großer Raum befindet sich an der anderen Seite des Hauses. Eine riesige Bibliothek, die sich über mehrere Etagen streckt. Zu seiner Zeit einer der größten Bibliotheken des Landes. Bis auf einige Ordner und Dokumente ist diese fast leergeräumt. In dem Schulgebäude befand sich genug Platz für 16 Klassenzimmer sowie weitere Unterrichtsräume und Flächen für Lernlandschaften. Überragt wird das Schulgebäude von einem riesigen Turm mit Aussichtsplattform. Früher war dort eine Sternwarte untergebracht. Nebenan steht ein weiteres Gebäude. Die Schule hatte auch eine riesige Turnhalle. Genug Platz für Gymnastik, Basketball und andere sportliche Aktivitäten. Einst, wo Wettkämpfe ausgetragen wurden, bleiben nur noch ein paar Bänke und Tische übrig. Etwas weiter von der Schule entfernt befindet sich ein großer Sportplatz mitten im Wald. Neben dem Platz befindet sich am See ein Bootshaus für Wassersport und andere Tätigkeiten. Das kleine Teehäuschen liegt am Abhang des Templiner Sees. Von der Seeseite sieht es so aus, als würde ein Leuchtturm den Weg der Boote und Schiffe leiten. Zum pädagogischen Konzept gehörten ein Wirtschaftsgarten und ein botanischer Garten, der heute als Lehmanngarten fortgeführt wird. Die Geschichte des Gymnasiums begann mit der Gründung einer Schulstiftung durch Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg in Joachimsthal im Jahre 1607, ganz nach dem Vorbild sächsischer Fürstenschulen. Das Gymnasium wurde als Internatsschule für begabte Schüler zu einer der führenden Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum. Sie wandelte sich von einer Gelehrtenschule zu einem Vorreiter der modernen Pädagogik. Im Jahre 1636 wurde die Schule durch den Dreißigjährigen Krieg teilweise zerstört. Nach dem Krieg war die Schule in Berlin beheimatet und zog schließlich im Jahr 1912 nach Templin in die Uckermark. Die hierfür errichteten, zeitlos modernen Gebäude sind bis heute erhalten. Die Schultradition brach durch die politischen Entwicklungen in der Nachkriegszeit jedoch ab. Die Schulstiftung wurde aufgelöst. Seit 1955 eröffnet auf dem Schulgelände das Institut für Lehrerbildung. Ein Jahr später folgte die Auflösung der Stiftung des Joachimsthalschen Gymnasiums. Man überführte das Stiftungsvermögen in Volkseigentum. 1988 wandte sich die Einrichtung zu einer pädagogischen Schule für Kindergärtnerinnen und bildete sie bis 1991 aus. Der Standort wurde zur Fachschule für Sozialpädagogik und man bildete soziale Berufe bis 1992 aus. In den letzten Jahren wurde die Schule zu einem märkischen Oberstufenzentrum bis 1996. Weitgehend ungenutzt wurde die Immobilie nach der Wiedervereinigung Deutschlands in Templin vom Land Brandenburg versteigert.
Die Schule ist zurzeit fast leergeräumt. Trotz allem erstaunt sie einen mit ihrem mächtigen Erscheinungsbild. Es wirkt fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben und man erahnt, wie sich hier einmal der Alltag zugetragen hat. Dies sind die jeweiligen Zimmer des Internats. Obwohl diese Räume leer stehen, gibt es noch einige Zeugen aus jener Zeit. Man sieht teilweise, wie sehr der Zahn der Zeit an allem nagt. Was wird aus diesem Ort? Wird er sich selbst überlassen? Diese Frage stellt man sich bei jedem Mal, wenn man die Räumlichkeiten sieht. Die besondere Wendung kam 2016. Es gründete sich die Stiftung Joachimsthalsches Gymnasium Templin. Ziel der Initiative ist die Gründung einer europäischen Internatsschule. Praktisch ein Neuanfang an diesem historischen Ort. In Templin soll eine moderne Schule entstehen, die die europäische Idee in den Mittelpunkt stellt. Junge Menschen aus ganz Europa sollen dort auf Zeit ein gemeinsames Zuhause finden und sich besser kennen und verstehen lernen. Mit einem europäischen Abitur im mehrsprachigen Rahmen sollen junge Menschen auf die vielfältigen Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorbereitet werden. Seit Jahren arbeitet die Initiative an der Wiederbelebung des Gebäudekomplexes. Die Fertigstellung ist zu 2024 geplant. Mit dem Erreichen des Status einer europäischen Schule rechnet die Initiative mit einer Unterstützung von Seiten des Bundes, des Landes und der EU für eine moderne, neue und weltoffene Schule. Für Europa. Ja, das war es auch schon leider mit diesem Video gewesen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, bewertet und teilt dieses Video. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft auch keine weiteren Folgen zu verpassen. Ansonsten folgt uns auch auf Social Media, um ein paar Behind-the-Scenes-Sachen oder halt auch Fotos von diesem Ort zu sehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!